Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von der Legacy Challenge mit der Familie Traumtänzer und Sims 4. Ja, unsere liebe Lena, die versucht momentan ihr erstes Lied zu schreiben. Es geht ganz schon schön zäh. Und momentan steht sie nur. Okay, jetzt hat sie angefangen wieder. Das braucht echt eine ganze Weile. So, unser Thomas, ach, der isst hier gerade noch was. Okay, dem geht's aber sonst soweit gut. Ich brauche noch ein paar Mülltonnen, fürchte ich hoch. Okay, die Kekse waren hier drauf. Naja, gut. So. Ich räume mal hier den Tisch ab. Jo, ich mach's mal in die Mülltonne. Und unser lieber Jüngster hier, der darf noch ein bisschen Kreativität erreichen. Und ich schicke ihn jetzt einfach mal heute mal ein bisschen zum Üben ans Klavier. Könnte zwar jetzt auch noch das hier fertig. Ach nee, das hat er schon fertig. Wie viel müssen wir denn noch? Ach ja, wir brauchen noch eines. Und da wir aber. Das ist ein Tier. Naja, gut. Was hat. Nee. Kann ich jetzt mal irgendwo dahin hängen? Danke. So, und jetzt. Wir können momentan nur diese vier machen. Also ich schätze mal, wir müssen noch ein bisschen üben mit der Kreativität. Oh, ja. Wer war's? Thomas. Sehr schön. Gucken wir mal, ob es schon. Ah ja. Fahrzeugformel und Monster. So, dann geh doch mal gerade nochmal Monster malen zum ersten Mal. Dann haben wir nämlich auch diesen Punkt hier gemacht. Und dann dürfen wir einfach noch ein bisschen Kreativität aufbauen. Unser lieber Tristan. Wie schaut es mit ihm aus? Ja, er muss noch die mentale Fähigkeit noch ein bisschen hochpowern. Und die Eins in der Schule bekommen. Aber wir sind doch Einser-Schüler. Na, vielleicht müsste das einfach jetzt hier nochmal passieren. Und dann schaffen wir das schon. Und unser lieber Thorsten, der wird bald, denke ich mal, jetzt auch zur Arbeit gehen. Ja, okay. Er braucht noch ein bisschen. So, dann schaue ich mir nochmal gerade Lena an. Okay, also krass, krass. Dann nimm du mal noch ein Schaumbad und danach iss mal was. Öffnen Würstchen mit Bohnen. Ach, und danach kannst du das hier mal verbessern. Eine verstärkte Tür noch einbauen. Was ist denn das? Notenblatt. Was kann ich damit machen mit dem Notenblatt? Hä? Ich kann es noch nicht mal antippen. Naja, gut. Hä? Rechts, links. Keine Ahnung. Ich kann es noch nicht mehr in der Welt platzieren. Na, wahrscheinlich. Ach so, wahrscheinlich ist das jetzt so mein erstes Lied, das ich hier mache. Warum hörst du nicht auf, wenn ich dir sage, du sollst aufhören? Ich kann momentan gar nichts irgendwie groß. Jetzt nochmal Schaumbad nehmen. Jetzt. Ich dachte schon. Du hörst nicht mehr auf mich. So, unsere Lena, die isst jetzt noch was. Verbessert dann noch den Kühlschrank. Wo gehst du denn essen? Schreibtisch. Unser Thorsten. Oh, warte mal. Quatsch. Thomas heißt er. Hast du es geschafft? Ja. Er hat es geschafft. Und wie geht's dir so im Allgemeinen? Okay. Na dann können wir noch ein bisschen mit dir Klavier üben. Ich denke, das ist ganz gut. Oh, unsere Lena, die schleppt sich mal ein bisschen hier rum. Aber du wirst sowieso gleich dann essen gehen, denke ich mal. So, das noch da rein. Und gucken wir uns mal das Monster an. Okay. Ups, das Monster sieht irgendwie ein bisschen aus wie. Mach mal das doch mal in die Küche. So, jetzt. Wie ein Hase, oder? Ein Monsterhase. Naja, gut. So, und danach kannst du ins Bettchen gehen, während dein Mann wahrscheinlich bald wieder aufsteht. So, ich spule mal wieder ein bisschen vor.
Während er hier übt, er noch schläft, wobei Tristan, ach Gott, hier wirklich, noch ein bisschen schläft und unser Thorsten auch noch müde ist, obwohl er bald auch schon fast arbeiten muss. Gut, ich lasse dich jetzt gleich aufstehen und dann kannst du mal Frühstück servieren. Eier und Toast, das wäre doch mal was. Oh ja, Eier und Toast. In circa einer Stunde muss ich zur Arbeit. Na dann, ist gut. Ja, es ist auch bei mir mal wieder, naja, nicht so früh am Morgen, aber ich heiße ja nicht so umsonst Night Owl. Ich spiele wirklich, warum ist dir unwohl? Fieser Kühlschrankgestank. Ach, jo. Junge, dann räum doch mal deinen Kühlschrank auf. Wenn ich es könnte. Hä? Ziemlich unappetitlich, rechts. Okay. Komisch. 13 Tage, 4 Tage. Naja, wie auch immer. Keine Ahnung, was ich hier machen kann. Auf jeden Fall, wo war ich jetzt? Er hat Hunger. Auf jeden Fall ist es jetzt hier auch so um Mitternacht herum und das ist so die eine ganz schöne Zeit für mich zu spielen. Alles ist um mich herum ruhig und alles schläft. Also nicht immer. Das sind dann die Tage, die wo ich irgendwie nicht zum Spielen komme. Aber wenn alles schläft, dann habe ich hier so meine Ruhe. Und, huch, mitmachen. Oh nein, der will doch gerade. Ja, wir machen mal mit, klar. Auch wenn er eigentlich gerade was essen wollte. Mann. Hat einfach zu lange gebraucht, der Junge. Naja, gut. So, wir sind wieder auf der Arbeit. Ach so, da war was. Hier. 3 Patienten sollten wir behandeln. Das ist hier unser Ziel. Ich habe immer noch Hunger. Nee, das hier ist immer noch. In 3 Stunden wird das vorbei sein. Okay. Ein Abstrich Körper eines Patienten untersuchen. Und Medikamente in den Patienten bringen. Naja, gut. Was, haben wir schon jemanden hier? Na. Hallo, Mike Paulus. Ich untersuche dich mal und gebe mal so ein Medikament. Ach, und dann können wir dich gleich danach behandeln. Blähende Hitze mit Spritze behandeln. Ach, du Schande. Eine blähende Hitze. Hier haben wir Vanessa Paulus. Oh, Geschwister, ha? hier könnte ich mich eigentlich mal vorstellen. Okay. Patient geheilt. Oh, das war ich aber jetzt gar nicht, oder? Also ich stelle mich mal vor. Hi, hi, Vanessa. So, jetzt wird dir schwindelig. Ich kann nichts machen. Ärztliche Anordnung, Patient zur Untersuchungsliege, bitte. Das ist doch die Untersuchungsliege. Ja, dann setz dich mal hin. Ärztliche Anordnung. So, jetzt kann ich dich nochmal untersuchen. Mein Zustand. Und ich kann dich behandeln. Sternklare Augen mit Medizin behandeln. Quatsch nicht so viel mit ihr. Ja, sie hat auch solche komischen Punkte. Naja, das sind keine Punkte, das sind Sterne oder ich weiß doch auch nicht. Pinnwand ist voll, unser Patient ist geheilt. Dann machen wir doch mal die Pinnwand leer. Du. Löschen wir es immer wieder. Das dauert ja alle paar Tage. Medizinforschung recherchieren. Ich könnte hier... Was macht er jetzt? Was macht denn jetzt? Eier und Toast essen. Hast du mitgebracht oder was? Wie, hä? Hat er sie von zu Hause echt mitgebracht? Naja, ist erstmal. Sag mal, war nicht irgendwas, was ich jetzt schon machen konnte? Nee? Echt nicht? Warte mal. Ah, kalibrieren. Was auch immer das ist. Kalibrieren. Laufbahntest. Das geht auch noch nicht. Eieieiei. Pfützen.
Das ist auch... Nee, das könnte ich selbst Training. Kalibrieren. Ich möchte mal gucken, was auch immer er da tut. Wir üben mal. Kalibrieren. Steht zwar keiner drin, aber macht ja nichts. Ich möchte mal sehen, was du da tust. Medizinforschung recherchieren. Ach Gott, da drüben sind dann schon zwei Patienten. Das ist, glaube ich, Dina. Röntgenuntersuchung anordnen. Ach, wei, Dina. So, und dann Patient untersuchen. Körper eines Patienten untersuchen. Körper untersuchen. Hey, warte mal, wir machen... Ja, wie auch immer. Was auch immer das hier ist. Ich mache mal ein bisschen vor. Okay. Thorsten hat den Röntgenapparat erfolgreich kalibriert, sodass er jetzt effizienter arbeitet. Ah. Okay, also wir haben ihn eigentlich irgendwie nur gangbar gemacht, aber wir können trotzdem nicht röntgen. Egal. Schauen wir mal. Jetzt bin ich konzentriert, weil fokussierte technische Optimierung erhöht das Vertrauen in die anschließenden Ergebnisse. Na ja, gut, okay. Ist das schon wieder Dina? Ach, Jemini. Dina ist unwohl. Thorsten hat erfolgreich eine Untersuchung als Training an einem Patienten durchgeführt. Die Testergebnisse scheinen gültig zu sein, aber da die spezifischen Daten seine Medizin... Ja, okay. Muss ich schon wieder mal an einen Arzt übergeben? Was macht denn jetzt? Röntgen. Okay. Warte. Wuhu. Dina! Oh mein Gott. Wir dürfen röntgen. Und sie dampft irgendwie hier drin. Pass auf, Thorsten, pass auf. Nicht, dass Dina uns kaputt geht hier drin. Ist ja cool. Von oben bis unten und ja, hier nochmal der Kopf nochmal. Und jetzt gehen wir nur ganz schnell runter und... Das ist ein Gerät, das einen rundum röntgt. Naja. Sie guckt aber auch nicht so wirklich begeistert. Muss man schon sagen, ne? So, ich habe jetzt heute gar nicht so viel von meinen Sachen hier gemacht, ne? Thorsten hat erfolgreich an einen Arzt übergeben. So, jetzt sollte ich nochmal einen Patienten behandeln. Ich gehe mal zu dir. Und behandle dich gegen Gas und Gekicher. Achso, ich muss noch Dina irgendwie, keine Ahnung. So, schauen wir mal, was wir mit dir noch machen können. Nochmal eine Röntgen. Nochmal brauchen wir nicht. Wir wollen nochmal einen Abstrich von dir machen. Katrina Caliente, die ja jetzt... Ach du meine Güte, sie ist ja jetzt schon Seniorin. Ups, Entschuldigung. Irgendwie machst du mich nervös hier. So, jetzt hat es geklappt. Kann ich nochmal deine Augen untersuchen? Die haben wir noch nicht. Huch, Thorsten hat. Ja, ja, okay. Thorsten hat. Das ist kein Arzt, ne? Das ist ein Krankenpfleger. Wo bist du denn jetzt hin, Thorsten? Ich geh nochmal die Augen von der schönen Dame hier. Und so untersuchen. Okay, Medizinforschung recherchieren. Ja, dann machen wir das noch. Das geht jetzt irgendwie als erstes machen. Wahrscheinlich, weil der Krankenpfleger an Dina dranhängt. Na, egal. So, was ist jetzt das? Unerfreuliche Umgebung. Haben wir Schmutz und... Achso, da ist so ein... Ja, okay. Können wir mal aufwischen, ne? Du... Wie heißt sie hier? Vanessa Jakob. So, wir... Patientenprobe analysieren. Das können wir auch gleich nochmal hier machen. Das wollen wir ja auch noch machen. Wie lange müssen wir arbeiten? Bis 16, okay. Komm schon, mach hinne. Meine Güte, brauchst du lange, Leute. So, okay, dann versuche ich dann doch nochmal ihre Augen zu untersuchen. Erfolgreich einen Röntgenapparat kalibrieren. Das wird dann der hier sein. So. Ich habe nur noch zwei Aufgaben.
Ja. Und? Ja. Oh, jetzt habe ich doch wieder 3. Ich dachte schon, irgendwie habe ich was ganz gut gemacht. Naja. So, Jo. Irgendjemand muss ich an dich übergeben hier. Naja, da, Patienten übergeben, so. Übergib ihr mal. Wen auch immer. Oh. Reparieren. Ich versuch's mal. Während hier ein bisschen Wasser ist, versuche ich einfach mal unser Analysegerät zu reparieren. Jo. Der Arbeitstag endet in einer Stunde. Es sollte zu einem Moment abschließen. Jeder Rezept kann einmal verlängert werden. Ein Klicken auf die Ereigniszeituhr, das habe ich auch noch nicht gesehen. Möchte ich das denn? Oh, man kann sie jetzt endlich behandeln. Gegen Lama-Grippe. Juhu, Dina, wir wissen, was du hast. Komm schon, mach mal. Schick den doch mal weg hier. Gott, ich muss mal ganz dringend auf Toilette hier. So. Ich bin jetzt gleich Feierabend. Kann ich dich mal irgendwie, weiß ich nicht, wegbringen oder so? So, jetzt aber behandeln. Ich behandle jetzt Dina noch ganz schnell. Ich habe noch 12 Minuten, 11, 10. So, geheilt? So, das haben wir doch schon gemacht. Das haben wir auch schon gemacht. Ah, anscheinend hat Tristan Probleme in Mathematik. Er kommt nicht über die 1 hinaus. Und was? Wie? Hä? Und? Wir haben 224 heute verdient. Na gut, okay. Ich schaffe das hier irgendwie nicht so mit der Beförderung und so. Ich weiß gar nicht, wie viele Sachen davon da oben ich eigentlich vielleicht schaffen sollte. Naja, ich habe auch überhaupt nicht auf meine anderen Leutchen hier geachtet, die ja eigentlich auch auf Schule oder was weiß ich waren. Oh, ein Gericht. Warte mal, 9 Stunden. Okay, ich guck mal, wie es euch so geht. Unser Thomas, der hat jetzt ein bisschen Energieschub. So. Soeben sind Rechnungen. Ach nein. Oh nein. Nicht schon wieder. Das sind... Was? Hä? Ich habe keine Rechnungen da drin. Ich sehe es nicht. Wann kam denn die Meldung? Ich habe das doch gelöscht erst. Okay, wir gucken mal. Eigentlich müsste ich es doch dann auch hier drin sehen, oder? Jo. Ach, ich ignoriere das mal. Oh, was passiert? Warum bist du beschämt? Was passiert? Privatsphäre gestört. Oh. Mann. Und jetzt musst du dich verstecken, deswegen. So, mein Junge. Ach so, die Hausaufgaben. Ach Mann, warum habe ich denn keine 1? Mach mal deine Hausaufgaben jetzt. Setz dich mal hin und mach Hausaufgaben. So. Und unser anderer... Ja, komm, setz du dich auch mal hin und mach auch mal deine Hausaufgaben. Und unsere Lena geht zur Arbeit. Wie viel haben wir denn? Ach du Schande, wir haben ja schon 17 Uhr. Und sie hat ihre Tagesaufgabe dann auch noch nicht mal begonnen. Chaos im Hause Traumtänzer. Ich krieg's momentan echt nicht, dass ich euch alle hier alles erfülle, Mann, ey. Das ist manchmal an Tagen, es ist schon schlimm. Was ist das? Aua, Finger habe ich eingeklemmt. Oh, armer Thorsten. Hat du die Finger eingeklemmt? Jetzt tut dir was weh. Na, zum Glück arbeitest du im Krankenhaus. Da hättest du mal was machen lassen sollen. So. Ich will ja nicht gehässig sein. Nein, eigentlich nicht. So, das kannst du noch weglegen. Was Soziales würde dir noch fehlen. Ja, ich weiß. So ein... Eigentlich wollte ich doch mal mit den Kids mal irgendwie Leute besuchen gehen oder so. Ich
bin von so anderen Sachen beschäftigt, dass ich das gar nicht merke. Das könnten wir eigentlich das nächste Mal machen, dass wir mal die Nachbarn besuchen gehen. Das wäre doch mal was. So für den Mittag jetzt so, oder? So, er macht Hausaufgaben und er ist selbstsicher. Wie das Erledigen von Hausaufgaben. Na super, das ist doch super. Dann macht er nochmal Zusatzhausaufgaben. Achso, und dann hast du vielleicht ein bisschen Hunger. Da kannst du mal gerade den Rest Eier und Toast aufessen, der da hier so rumhängt. Und warum bist du beschämt? Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. So, das ist wirklich ein schönes, irgendwie, also interessantes, finde ich. Warte mal. Was haben wir denn für eins? Ausgezeichnetes? Na, immerhin. Können wir ein neues machen. So, aber ich glaube... Ich glaube, ich verlasse heute unsere liebe Familie und ich hoffe, ich denke daran, dass ich dann das nächste Mal mit den beiden mal vielleicht die Nachbarn besuchen könnte. Wobei natürlich drüben, ich glaube, hier gibt es momentan nur ein Teenie, aber besser als nichts. Man weiß ja später nicht, wer einem noch so über den Weg läuft. Und von daher, oh, da können wir doch auch mal eigentlich mal gucken. Wir könnten eigentlich mal hier mal ein bisschen rumlaufen und was Sachen einsammeln oder so. Aber ich bin mit anderen Dingen manchmal echt ganz voll und ganz beschäftigt. Nun gut, ich sage ein Tschüss und Goodbye und wir sehen uns dann in einer nächsten Runde von der Legacy Challenge mit Familie Traumtänzer. Ciao, eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.